Ja, erstmal das Kochrezept für die Dimension einer linearen Hülle mit dem Beispiel, ihr habt den Untervektorraum mit den drei Vektoren. Dann schreibt ihr euch das Ganze in Matrixform auf und bestimmt den Rang der Matrix und dann habt ihr die Dimension. Und jetzt, wenn ich nicht weitermachen würde, würde natürlich die Frage kommen, nun rechne doch auch mal aus. Hier hat einer das Beispiel zugeschickt und dann mache ich es mal jetzt dafür. Also ihr übernehmt das Paket in Matrix-Schreibweise 0 minus 1. So, bestimmt dann entsprechend von dieser Matrix den Rang. Bringt das Ganze dann auf Stufenform am besten. Mit Gauss-Algorithmus zum Beispiel. Wer da jetzt Probleme hat, kann ja in die Playlist LGS lösen gehen, Gleichungssysteme lösen gehen. Das sollte aber kein Problem sein. Wenn ich jetzt 1, 2, 3 Zeilen habe, kommt ja wieder darauf an, was ihr für eine Schreibweise nehmen dürft. Ich mache jetzt Folgendes, ich nehme jetzt die zweite Zeile minus zweimal die erste. Dann passiert nämlich Folgendes, zweite Zeile, 2 minus zweimal die erste, dann taucht hier die 0 auf. Dann möchte ich hier auch noch eine 0 hin haben. Dann mache ich römisch 3, dritte Zeile minus die erste, 1 minus 1 ist dann 0. Das ergibt dann, erste Zeile bleibt stehen, 2 minus zweimal, das ist dann 0. Römisch 2 minus 2 mal römisch 1, 1. Römisch 2, jetzt muss man ein bisschen aufpassen, minus 2 mal minus 1 ist plus 2, also 1. Hier ist wieder ein bisschen einfacher. Römisch 3 minus römisch 1, entsprechend hier, sollte kein Problem sein. Achtet wieder auf die Vorzeichen. So, und dann der letzte Schritt. Um hier noch eine 0 hinzukriegen, rechne ich römisch 3 plus römisch 2. Dann haben wir 1, 0, minus 1, 0, 1, 1. Dann entsprechend 0 und 0 ist 0. Und dann geht ihr die Vokabeln durch. Wie lese ich den Rang ab? Ihr guckt euch die Zeilen an. Hier in der letzten Zeile sind in Anführungsstrichen nur Nullen. Das heißt, von dem möglichen Rang 1, 2, 3 fällt der schon mal weg. Hier in den beiden Zeilen kommt mindestens irgendwo eine Zahl außer 0 vor. Also haben wir 1, 2, den Rang 2 und damit habt ihr auch eure Dimension von der linearen Hülle.